Moin, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Ist das normal? Und heute wollen wir eine Situation aus der LCS nehmen und schauen, ob wir daraus was lernen können. Denn der gute Kevin und ich haben ja das beste Spiel der Welt kommentiert, dieses 80-Minuten-Game. Und da war folgende Szene. Wirklich, jetzt wirklich wichtig ist, dass Reckless der Summoner das nicht abhaben wird. Haben sie getauscht? Wow! What? Und das war ohne W! Wie viel reckt der Typ? 306 pro Tick? So, na, klein und prägnant, und wir wollen natürlich schauen, ist das normal? Na? Warum, wie kann denn der Trundle so viel Leben wiederherstellen? Was hat es damit auf sich und was können wir natürlich mitnehmen? Wir wollen ja bei diesem Format etwas für Solo-Queue lernen. Gut, das Geheimnis in dieser Situation liegt natürlich in der Ultimate von Trundle. Das heißt, wenn er diese einsetzt, verwandelt er Tanks in ein Stück Papier. Denn er ist in der Lage, sehr, sehr viel Resistenzwerte zu mopsen und auch das Leben und das Ganze bei sich als Heilung zu verbuchen. Laut LoLWiki fängt man bei diesem Level bei 17,5% an, also die werden noch gemopst, als magischen Schaden zugefügt und der entsprechende Schaden ist dann eure Heilung. Und dann geht es pro Sekunde weiter, bis man quasi auf 35% ist. Und das gleiche gilt für die Resistenzwerte, das bedeutet, ihr klaut zuerst 20% der Armor und der Magieresistenz und am Ende habt ihr 40% geklaut. Das also schon mal super sauber. Die Heilung an sich wird aber auf massive Art und Weise verstärkt. Denn er hat gerade noch so mit dem W-Buff die Ultimate aktiviert. Das ist halt wirklich super close, aber es zählt quasi noch rein. Und außerdem hat er die Geistersicht. Das heißt, er hat eine Verstärkung von 20% und nochmal von 25%. Das Ganze wird multiplikativ verrechnet, also es sind nicht ganz 45, aber es ist sehr, 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 sehr nah dran. Außerdem können wir hier noch den Grasp of the Undying sehen. Na, er hat hier den Kollegen gebissen bzw. Geschlagen. Und der Grasp wird getriggert, aber die Heilung kommt immer so ein kleines bisschen verzögert. Und ja, und diese Verzögerung rechnen wir quasi auf den Riesenbatzen oben drauf. Wenn wir uns jetzt nun aber auf die Zahlen stürzen, werden wir ein großes Problem feststellen. Denn Irelia hat knackige 4000 HP, also es gibt sehr, sehr viel zu rauben. In dem Text von LoLWiki steht allerdings, der angerichtete Schaden wird in Heilung umgewandelt, beziehungsweise abhängig von dem angerichteten Damage. Und Irelia hat 115 Magieresistenz, also sie negiert über die Hälfte des Schadens. Das bedeutet, wenn wir mit 17,5% rechnen, kommen wir auf einen sehr knackigen Ausgangswert. Wenn wir diesen jedoch mit einmal halbieren, dann schaffen wir es niemals auf 1100 zu kommen. Never. Und darin liegt quasi schon der Fehler. Denn wenn man auf anderen Seiten schaut und die Beschreibung der Trundle Ultimate dort durchliest, wird man feststellen, dass es nicht abhängig vom Schaden ist. Es wird einfach direkt gestohlen. Es wird dir einfach sofort genommen. Der Schaden ist natürlich trotzdem magischer Natur. Der Wert, der aber geklaut wird, ist fester Natur. Das bedeutet, in dieser Situation hat quasi LoLWiki den Fehler gemacht. Trundles Ultimate funktioniert nicht abhängig von dem Schaden, den ihr mit der Ultimate gemacht habt, sondern es ist ein fester Wert. Das heißt, wenn wir die Magieresistenz ignorieren, 17,5% von 4000 Leben nehmen und das Ganze nur mit 20% bzw. auch mit 25% verstärken, da kommen wir knapp auf 1050 Leben. Runic Armor und so weiter wird natürlich auch multiplikativ verrechnet und dann noch unser Grasp of the Undying Auto-Attack. Das bedeutet, wir kommen hier wirklich auf diese 1100 noch was HP, die er geheilt hat. Man kann auch sehen, dass er danach wegrennt, schon wieder einen Weg rast und dass die Heilung sich unterwegs steigert, dass es immer mehr wird, je länger sich er quasi in dem W-Feld aufhält. Also kann man wieder ganz klassisch sagen, diese Situation ist normal. LoLWiki allerdings hat hier in der Beschreibung einen Fehler gemacht. Trundle mobst wirklich alles. Nun ist aber die große Frage, wie können wir dieses Wissen nutzen? Tja, und ich kann euch jetzt einen folgenden Tipp geben. Das Guardian Angel ist zurzeit ein Item, was super stark ist. Kevin empfiehlt das übelst häufig als zweites oder drittes Item, weil es gibt einem ganz gute Resistenzwerte, gerade gegen die Toplane, weil es mehr Armor als Magieresistenz gibt. Armor ist meistens sowieso nützlicher. Aber der entscheidende Aspekt beim Guardian Angel ist allerdings die Wiedergeburt. Denn diese ist quasi ein Heal-Wert. Und Trundle mag ja Heals. Das bedeutet, der Guardian Angel ist ein Gegenstand, der noch 2-4 kostet, einem solide Resistenzwerte gibt und nach der Wiedergeburt euch entweder mit 700 HP darstellen lässt oder mit 30% eurer Max-HP, je nachdem, was mehr ist. Und je nachdem, wie Trundle baut, gerade wenn er offensiver Natur ist, ist das Guardian Angel in der Lage, euch diesen 700er Wert zu geben. Und da, meine Freunde, passieren sehr schlimme Dinge. Das heißt, wenn ihr ein normaler Trundle seid und von dem Guardian Angel quasi Gebrauch macht, werdet ihr wiedergeboren und habt 700 HP geheilt. Ah, ich stehe da ganz normal da und freut euch. Der Trick besteht aber nur darin, kurz vor eurem Tod eure W-Fähigkeit zu aktivieren. Ich weiß, dass es in Kampfsituationen nicht immer möglich ist, das Ganze so zu timen. Solltet ihr das aber hinkriegen, werdet ihr natürlich mit um einiges mehr Leben wiedergeboren, weil diese 20% von eurem Terrain draufgerechnet werden.
Tja, und richtig geistesgestört wird es dann, wenn ihr Runic Armor und die Geister sich noch dabei habt. Denn dann werden aus 700 Leben plötzlich 1000 noch was. Er hatte quasi fast wieder Full Life. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Szenario hier mit Level 6 sehr unwahrscheinlich ist. Also keiner ist Level 6 und hat diese beiden Items vom Gold her. Aber ich musste hier sehr lange warten auf das Gold. In-game hat das aber ungefähr die gleiche Bedeutung. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr die Geistersicht, Runic Armor und auf dem W wiedergeboren werdet, kriegt ihr vom Guardian Angel, wenn ihr natürlich super, super tanky seid, nicht 30% eures maximalen Lebens, sondern knapp 50%. Und das ist bei einem Tank, bei einem wiedergeborenen Tank, der außerdem Trundle ist, also einen geringen Q-Cooldown hat, super stark. Guardian Angel ist auf Trundle broken as shit, weil es seinem Itembild entgegenkommt und natürlich auch der W-Mechanik, die einen sehr geringen Cooldown hat. Tja, und der gestörteste Fakt ist, wenn euer Trundle unter 2333 HP hat. Das ist quasi die beste Zone für das Guardian Angel, wenn ihr Trundle seid. Denn unter diesem HP-Wert stellt Guardian Angel 700 Leben wieder her. Und diese 700 Leben mit dem W und mit der Geistersicht und mit Runic Armor zu manipulieren, ist halt super strong, okay? Damit kommt der Trundle mit 3/4 seiner HP oder fast voller HP wieder zum Leben und es ist einfach nur OP as shit. Zumal Trundle in der Meta gerade ohnehin sehr stark ist. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Ich wünsche euch bis dahin einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.